Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 Video. Heute geht's um die neue Legende Newcastle und ich möchte schon mal vorwegnehmen, es gab für mich noch nie eine Legende zu einem Season Start, die mir so viel Freude bereitet hat, wie es Newcastle getan hat und wie das eben immer so ist. Jede Legende, die am Start zu viel Spaß macht, die steht im Verdacht, vielleicht irgendwann genervt zu werden. Ich möchte hier niemals das Wort OP in den Mund nehmen, ganz wichtig. Aber, jetzt kommt das fett gedruckte Aber. Ich zeige euch gleich am Ende des Videos ein, zwei Szenen aus der Firing Range, wo ich die ultimative Fähigkeit ein bisschen genauer unter die Lupe nehme und ich könnte mir vorstellen, dass die Ulti angepasst wird, weil die echt sehr, sehr stark ist. Und ich bin auch gespannt auf eure Meinung, was ihr zu Newcastle sagt. Ich finde sie jedenfalls extrem geil und ich möchte euch einfach, ich sag mal, guide-mäßig, Tipps und Tricks-mäßig könnt ihr das Video so ein bisschen sehen, wie man Newcastle verwenden kann in verschiedenen Situationen. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar Clips aus dem gestrigen Livestream, wo ich in die neue Season reingestreamt habe. Und ich finde, diese Legende ist extrem intuitiv in den einzelnen Gunfights oder Situationen zu handeln. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was man so beachten kann, weil stupide auf der Firing Range würde ich jetzt hier zu langweilig finden. Aber zum Schluss, und da solltet ihr wirklich dranbleiben, die Ulti-Fähigkeit, was man mit der anstellen kann, reichweitentechnisch. Da gibt es nämlich einen besonderen Trick, um die Reichweite zu verdoppeln tatsächlich. Und das ist schon eine echt heftige Nummer. Habe ich gerade in der Firing Range zusammen mit Aki rausbekommen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Moment, das ist der falsche Clip. Wir fangen mit dem an. Wir starten hier einer der ersten Runden. Raging und Schweini, wir sind zusammen unterwegs. Und ich wollte einfach erstmal schauen, wie das mit der ultimativen Fähigkeit genau funktioniert, wie das Anvisieren funktioniert. Ihr seht jetzt hier, dass ich direkt auf Raging halte. Und der Cursor geht so ein Stück weit mit. Das heißt, wir müssen den nicht exakt anvisiert haben. Und jetzt, wo er auf das Dach klettert, sieht man, dass man ihn auch 1A anvisieren kann. Vorher hat man so gesehen, konnte man nicht auf das Dach visieren. Und jetzt, wo Raging da eben hochklettert, kann ich ihn 1A manövrieren, wo ich sage, hier, geh mal hier hin, geh mal dahin, geh mal auf das Dach, um vielleicht das Cover ein bisschen geiler einzusetzen. Und ihr seht jetzt sogar, hinter dem Dach kann ich ihn immer noch verfolgen und theoretisch die ultimative Fähigkeit einfach einsetzen. Das ist schon eine krasse, krasse Nummer, wie ich finde. Jetzt geht es hier weiter. Wie man einfach das Schild taktisch einsetzen kann. Ich werde hier kurz vor Ende des Spiels beschossen, haue schnell einfach mein Schild vor mich. Das Schild wandert weiter nach vorne. Ich versperre so ein bisschen dem Gegner die Schusslinie auf mich, wie ihr seht. Die Ward versucht mich krampfhaft zu treffen, wo theoretisch, und das passiert dann auch tatsächlich, Raging von der Seite einfach die Ward flankieren kann. Sie war komplett auf mich konzentriert, versuchte einfach das Schild zu zerstören und im Endeffekt ist dann ein Sieg draus geworden. Hier kommt ein Gunfight und übrigens, kleiner Spoiler, jetzt am Ende dieser Clips, kurz bevor ich auf die Firing Range wechsle, ein paar richtig geile Ulti-Pushs, die ein Squad wahrscheinlich so nicht auf dem Schirm hat und es macht einfach ultra Spaß mit dieser Fähigkeit, Gegner zu pushen. Was hier nicht ganz so gut gelingt, aber ihr seht, ich habe hier, ich werde hier extrem beschossen und habe hier vor Schreck einfach mein Schild nach vorne geschmissen, also die Taktik, und habe es natürlich völlig verkackt, aber das ist schon der nächste Tipp. Ihr könnt, wenn ihr die ultimative Fähigkeit voll habt, in der Hektik noch ganz flott die Ulti raushauen und direkt vor eure Füße stellen und so konnten die Gegner mich nicht plätten. Dadurch, dass, und ich gehe jetzt hier nicht auf Recover-Zeiten der einzelnen Fähigkeiten ein, aber ich finde, die taktische ist extrem schnell voll, sobald sie jetzt ist sie zu Ende und es dauert keine 15 Sekunden und ich kann sie wieder einsetzen. Wir
ballern die jetzt noch ein bisschen runter und ich kriege jetzt gleich neben dem Felsen links ein Teammate gedownt und das ist ein optimales oder eine optimale Situation. Jetzt pushe ich nämlich mit meinem Waffenschild nach vorne, kann ganz entspannt meine Spitfire nachladen, während der Gegner schon auf das Waffenschild oder nicht auf das Waffenschild, auf dieses Schutzschild kurz geschossen hat und ich konnte kurz so ein bisschen aus dem Schild rausgehen und konnte extrem geil zwei Leute ohne Probleme holen mit ein bisschen Cover. Wenn die ein bisschen mehr Gegenwehr jetzt gehabt hätten oder gebracht hätten, dann hätte ich auch einfach wieder in dieses Schild reinlaufen können, denn das Schild hält auch ein bisschen was aus, bevor du dann selber drauf gehst. Hier bekämpfe ich selber Newcastle, die Zone kommt schon. Er pusht mit seiner Ulti hoch aufs Dach zu seinen Teammates und ich kann das eben genauso tun. Ich bin ruckzuck da oben, pushe und meine Teammates werden schon ein bisschen hektisch, hoffen, dass ich irgendwie hinterherkomme. Und ich kriege es in dieser Situation aber noch hin, irgendwie zwei Gegner zu downen. Gehe dann aber fast selber drauf. Aber im Endeffekt konnten wir den Gunfight für uns entscheiden. Ich bin einfach runtergedroppt, habe mich geheilt. Und alles war schön. Also der spielt sich so intuitiv, das ist so geil. Und hier hat mich ein Abonnent von euch beim Stream gestern drauf gebracht. Einer von euch war da so kreativ. Ich wäre da so schnell nicht drauf gekommen. Ich gehe nämlich durch diese Zone mehrfach drauf und habe meine Ulti schon voll. Theoretisch hätte ich jetzt Raging anvisieren können mit der Ulti und wäre ruckzuck aus der Gefahrenzone gewesen, was mir hier in der Situation nicht einfällt, wo ich aber auch dachte, Mensch, ich schaff's wahrscheinlich ganz locker. Habe ich eben in dieser Situation nicht geschafft, aber theoretisch, wenn ein Teammate in der Nähe ist, der außerhalb des, also im Ring schon ist, so rum in der sicheren Zone, kannst du den anvisieren, pusht schnell mit deiner Fähigkeit dahin und bist safe. Mega geil. Eine weitere interessante Sache. Ihr seht hier oben neben dem Gebäude steht jemand und ballert ein bisschen. Ich nutze die Gelegenheit, habe mein Schutzschild schon mal vor mich. Er sieht das, versucht auf mich zu schießen, bekommt sozusagen keinen Winkel auf mich. Ich kann ganz locker mit meiner Ult hoch aufs Dach pushen, während die anderen beiden Mates einen anderen Winkel suchen. Und dann locker die Teammates, die gegnerischen Mates zu pushen. Was mir hier nicht aufgefallen ist, ich habe wirklich in dem gesamten Stream 5 Stunden lang nur ein einziges Mal die Situation gehabt, dass ich einen Teammate hochheben konnte, weil wir eben eine Lifeline im Team hatten. Und hier möchte ich dazu sagen, Lifeline, Heal oder Revive geht immer vor Newcastle Heal, es sei denn, die Situation lässt es nicht anders zu. Du hast vielleicht ein goldenes Knockdown und. Dann haust du eben, ganz wichtig, und das vergesse ich in dieser Situation, hier kommt vorher noch eine Wall gepusht und ihr seht mal wieder, die Spitfire Action ist total am Start und wir haben im Livestream auch festgestellt, die Spitfire ist einfach nur mega spaßig, aber auch ultra belastend. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe keinen Bock auf die Spitfire. Jedenfalls vergesse ich hier, während ich Raging Revive, das Schutzschild vor mich zu halten. Dann hätte ich das vielleicht überlebt. Ich bin damit zwar durchgekommen, aber ich bin halt draufgegangen, weil ich einfach vergessen habe, das Schutzschild noch zu werfen. Also hier gleich der nächste Tipp. Wenn ihr revived, haut das Schutzschild vor euch. Die Recover-Zeit ist nicht lang, wenn ihr das vorher schon irgendwo rausgeballert habt. Von daher ganz wichtiger Tipp. Oder theoretisch mit der ultimativen Fähigkeit hätte ich mich auch davor pushen können. Und hier auch wieder eine richtig geile Situation, um Gegner zu pushen. Ein Newcastle steht auf dieser Anhöhe, hatte seine Ulti schon gedroppt. Ich baller hier erst auf den falschen gedownten Gegner, sehe dann Newcastle, baller kurz auf ihn. Er rafft's, will gegenfeuern. Ich haue wieder mein Schutzschild. Theoretisch erst Schutzschild schmeißen, dann Waffe nachladen oder zu Ende nachladen, was ich hier noch mache. Kann Ast rein den Gegner pushen, während Raging von links locker flankieren konnte. Und der Gegner war einfach mal easy in der Tasche. Also mit dem kann man so geile taktische Sachen machen und es passiert einfach so ultra intuitiv. Hier der Endfight auch. Wir haben gestern, ich glaube, 5 oder 6 Wins geholt in kurzer Zeit. Es macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Von schräg links haben wir einen Squad. Ich renne mit einer Kraber rum, Schweini ist oben auf dem Dach, ich habe keinen Winkel auf den Gegner, also visiere ich Schweini oben auf dem Dach einfach mit meiner Ulti an, pushe nach oben, zack, schon habe ich einen Winkel. Der Winkel war jetzt nicht mehr da, weil die Gegner runtergedroppt sind, wir sind hinterher, haben auch diese Runde dann locker für uns entscheiden können. Eine weitere geile Situation. Hier auf der Schrägen sehe ich, wie die Gegner craften. Ich bekomme aber keine gute Position, um meine Ulti zu platzieren. Warte also, bis Raging hier mit der Zipline hochgeht und kann so
mit meiner Ulti. Und das ist nämlich ganz wichtig. Sobald ihr ein Teammate anvisiert mit eurer Ulti, kann euer Teammate, ja, der muss nicht stehen bleiben, er kann weiterlaufen und der Cursor verfolgt ihn automatisch ein Stück weit. Und so seht ihr jetzt im Sprung, wie er immer weiterläuft, aber die Wand nicht hinter ihm, sondern trotzdem Schutz vor ihm aufgebaut wird. Jetzt war er einfach ein bisschen zu schnell und ist trotzdem durchgelaufen. Der Push ging hinterher leider noch schief. Aber so bekommst du einfach, wenn ein Teammate schon mal ein Stück weit vorläuft, einen besseren Winkel oder vielleicht eine höhere Reichweite für das Schutzschild und kannst dann so astrein die Gegner pushen. Auch wenn das hier schief gegangen ist, ist das ein optimaler Weg, die Gegner zu pushen, und die rechnen vielleicht nicht gleich damit. Gerade wenn einer erstmal alleine oben steht, denken die Gegner vielleicht, Mensch, der war eh allein, und dann pusht er einfach mit dem Ding hoch und alles ist einfach total geil. Weitere Situation, ich möchte nach oben pushen, krieg's aber nicht gebacken, kriege sofort Gegenfeuer, zack, schnell das Schutzschild geschmissen, und du kannst es echt weit werfen, kann zurückgehen, heile mich kurz und wir können neu taktisch drauf gehen. Und das ist der zweitgeilste Push, den ich in dem Livestream gemacht habe. Ich werde revived, die Gegner waren echt stark, jetzt geht Raging gleich drauf, ich will mich noch healen. Und es wird alles so hektisch, dass ich einfach nur das Schild von lila auf blau swappe. Raging geht drauf. Schweini pusht jetzt rein, ist mitten im Gunfight. Ich komme aber so schnell nicht hinterher. Zünde ganz, ganz flott meine Ulti. Visiere Schweini an. Und auch hier seht ihr, wie der Cursor der Ulti Schweini verfolgt und ich direkt neben ihm lande und er das Cover mit benutzen kann. Zack, ich habe gar keine Zeit, mich zu heilen. Zack, bam. Der Gegner rechnet nicht damit. Ich konnte den Krypto ohne Probleme holen. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich den Gunfight verkackt und es war einfach zu geil. Und hier war ein weiterer geiler Push, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Hat so Spaß gemacht. Das war auch schon das letzte Squad. Raging ist schon draufgegangen. Ich habe es gar nicht mitbekommen in der Hektik. Schweini ist auch fast draufgegangen. Die Lifeline holt schon zwei der gedownten Mates wieder. Und ich verchecke hier richtig zu pushen, weil meine Flatline leer war. Schmeiße eine Termit. Die Gegner wurden so gut gehittet und jetzt zieht euch das einfach mal rein. Wir können im Flug, Achtung, ich springe jetzt runter und zünde noch mitten im Fallen die Ulti, zack, hab gleich ein Cover, astreiner Push. Schweini konnte von oben weiterballern, einen Down. Ich konnte zwei Kills, glaube ich, habe ich dadurch gemacht. Und das war einfach nur der Spaß unseres Lebens. Und jetzt möchte ich kurz noch auf die Firing Range wechseln. Wie gesagt, ich verzichte hier auf irgendwelche Zahlen und Fakten von Newcastle, weil die mega interessant sind, finde ich. Es ist alles sehr intuitiv. Ich habe jetzt hier einfach mal Aki, danke nochmal für deine Hilfe, ihn gedownt und wollte einfach mal gucken, weil das habe ich hier nicht hingekriegt. Ich wollte einfach euch mal schemenhaft zeigen, Achtung, wenn ein Mate von euch gedownt ist und ihr wisst nicht, wie ihr den holen sollt, aktiviert eure ultimative Fähigkeit, visiert euren Teammate an und ihr springt direkt neben ihn, schützt ihn, haut am besten noch euer Schutzschild hier mit hin und schon könnt ihr den Kollegen astrein holen. Thema Revive-Fähigkeit. Aki wird jetzt mit einem goldenen Knockdown-Schild gerevived, weil er selber eins im Inventar hat. Mein Schutzschild ist Gold, weil ich ein goldenes Knockdown-Schild habe. Ich würde ihn aber nicht mit einem goldenen Knockdown-Schild hochheben, sondern das Schild ist einfach nur Gold und hält mehr Schaden aus, weil es ein goldenes Knockdown-Schild ist. Das ist der Hintergrund dahinter. Wir können uns sehr, sehr gut bewegen. Also ganz wichtiger Tipp, ist die Ult nicht voll. Haut unbedingt euer Schutzschild damit hin und ihr könnt den Kollegen hochheben. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Tipp. Dieser Push übrigens mit der so ultimativen Fähigkeit, der müsste auch auf Deathboxen der Teammates funktionieren, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte eine Situation, die habe ich jetzt hier nicht mit reingemacht. Da war eine Deathbox vom Teammate und Schweini war 10 Meter daneben. Ich wollte eigentlich zu Schweini pushen und irgendwie wurde die Deathbox vom Teammate anvisiert und ich bin direkt vor der Deathbox gelandet und wir können auch so extrem geil den Respawn Beacon wiederholen oder das Abzeichen und können unser Teammate wiederholen. Ultra, ultra geil. Und so, jetzt zeige ich euch noch, wie das aussieht, wenn ich eben kein goldenes Knockdown-Schild habe. Oder habe ich das mit reingebracht? Ich glaube nicht. Nee, jetzt möchte ich euch den letzten wichtigen Tipp mit auf den Weg geben. Ihr seht links schon eine Barrikade.
das ist die maximale Reichweite von 30 Metern. Das nehme ich einfach mal vorweg. Warte mal. Weiter kommst du damit nicht. Alles klar. Aber zieht euch mal rein, wie weit wir die ultimative Fähigkeit droppen können, wenn wir ein Teammate anvisieren. Ich zeige das auch gleich nochmal ohne den Teammate. Da zeigt ihr, seht ihr nochmal die maximale Reichweite. Zieht euch rein. Es ist unwahrscheinlich krass. Ich glaube, weiter geht's jetzt nicht. Ich sage euch gleich, wie weit es ist. Das ist wirklich der Nonplusultra-Tipp. Und das ist auch der Punkt, warum ich denke, dass das genervt wird. Jetzt zieht euch das rein, wie weit er springt und wie schnell. Da ist ein Port von Ash ja schon fast ein Witz. Pupp, 66 fucking Meter weit geht dieser Push. Und jetzt teste ich das einfach nochmal ganz kurz. Ohne Hilfe des Teammates. Er geht jetzt außerhalb der Reichweite. Ihr seht's. Zack. Jetzt pushe ich dahin. Es waren übrigens nicht 30 Meter, sondern 36 Meter, die wir weit springen, ohne anzuvisieren mit einem Teammate. Also sind es 30 Meter, nicht ganz 50% Reichweite, die wir zusätzlich generieren können, wenn wir ein Teammate anvisieren. Und das ist unwahrscheinlich krass. Ich möchte nicht das Wort, wie gesagt, OP in den Mund nehmen, aber ich glaube, dieser Punkt, dass wir so weit anvisieren können, das wird definitiv genervt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und auch das Schutzschild, glaube ich leider, dass die Cooldown-Zeit von 14 Sekunden garantiert angehoben wird auf 20, 25 Sekunden. Ich bin felsenfest von überzeugt. Leider, wie gesagt, ich finde Newcastle die erste Legende, die seit Start einer neuen Season so unwahrscheinlich viel Spaß macht, dass ich sie nicht hergeben wollte. Und ich habe die ganze Zeit gestern nur mit ihm gespielt und möchte gerade einfach keine andere Legende mehr spielen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr die neue Legende? Zu stark, zu schwach, kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, dass das jemand behauptet. Ist sie genau richtig? Ich bin gespannt, wer von euch alles das Wort OP in den Mund nimmt. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie gesagt, was ihr davon haltet. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich wünsche euch viel Spaß in der neuen Season. Es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.